So Leute, heute habe ich mal wieder meinen Power Breather am Start für euch und ich zeige euch heute ganz kurz drei Sachen. Einmal, was ihr vor der Benutzung beachten solltet. Einmal, wie ihr euch am besten am strömungsgünstigsten abstoßen könnt. Und dann zeige ich euch noch eine Rollwende mit seitlichem Abstoßen und wie man das Ganze machen sollte, ohne dass eben Wasser in die Nase oder beim Einatmen in den Mund kommt. Also ganz wichtig, vor dem Aufziehen Brille drauf. Wenn man eine Kappe auf hat, deshalb schwimme auch im Übrigen ich neuerdings immer mit Badekappe, weil ich das Teil fast immer benutze. Einfach, es hat einen viel besseren Halt als ohne Badekappe. Kappe auf, Brille auf, dann schnallt man sich das Teil einfach über. Mit dem Mundstück zuerst, dreht das hier oben auf wie ein Fahrradhelm. Ah, jetzt muss ich nochmal Stopp machen. Und zwar muss ich euch erstmal erklären, was ich mache. Also, bevor ich jetzt erstmal schwimme, gehe ich erstmal kurz mit dem Teil ins Wasser, atme erstmal, dann merkt man, okay, die Atmung wird erschwert. Ich habe jetzt hier auch noch die Blind Cap drauf, das heißt, es kommt nochmal weniger Sauerstoff rein. Im ersten Schritt gehe ich jetzt nur ins Wasser, atme, dann gehe ich mal kurz unter Wasser, atme ein bisschen aus, gehe wieder über Wasser, atme wieder ein, ohne dass eben Wasser hier reingeht und ich eben Wasser in den Mund reinziehe. Schaut einfach mal zu. Dabei ganz wichtig zu beachten, wenn ihr jetzt unter Wasser geht, müsst ihr immer so lange ausatmen, bis ihr wieder über Wasser seid. Und erst dann, wenn ihr wieder mit dem Ding über Wasser seid, dann könnt ihr wieder einatmen. Beim Abstoßen und bei der Rollwende genau das gleiche. Jetzt geht es zum Abstoßen über und ich würde euch da empfehlen, den Kopf extrem, also ein bisschen mehr als normal, zur Brust zu nehmen, denn dann gehen diese Dinger weiter nach vorne und man hat weniger Widerstand. Genau das gleiche bei der Rollwende auch. Jetzt zeige ich euch einmal ein Abstoßen und einmal dann eine Rollwende. Ganz einfach, Kopf zur Brust, abstoßen, ausatmen, hochkommen und dann einatmen. Bei der Rollwende gibt es jetzt hier, also ich habe hier den extra Aufsatz für die Rollwende, dass eben nicht so viel Wasser in den Schnorchel reinkommt. Und zwar drehe ich mich zur Seite. Ich werde mich so drehen, dass diese Seite muss immer beim seitlichen Abstoßen nach unten zeigen. Ich mache es euch einmal ganz, ganz langsam vor und dann würde ich euch empfehlen, ihr atmet so lange durch die Nase leicht aus, bis ihr in dieser Seitlage seid und ab dem Abstoß in Seitlage atmet ihr leicht mit dem Mund aus, so lange bis ihr über Wasser kommt und dann könnt ihr durch einen freien Schnorchel wieder saubere Luft einatmen. So, einmal noch schnell. So, ihr habt gesehen. Man kann also durchaus auch schnellere Rollwenden machen, wenn man das Ganze eben widerstandsarm ausführt.
Ihr seht mich schon, ich bin direkt nach ein, zwei Rollwänden außer Atmung, weil man einfach ein bisschen mehr mit der Atmung zu kämpfen hat. Es ist ein geiles Tool für eure Atemmuskulatur, um die zu verbessern, zu trainieren, Lungenvolumen zu vergrößern. Probiert es mal aus. Ich verlinke euch hier oben nochmal das Video, wo ich den Power Breather richtig erkläre. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, euch helfen die Tipps weiter. Gebt mir einen Daumen oben, wenn es gut war. Und abonniert mich und like mich auf Facebook, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.